Wer heute durch den Lötschberg fährt, wird im Lampenschein der unablässig durch den Berg donnernden Züge kaum einen weißen Pfeil an der Tunnelwand entdecken. Die Pressevertreter haben ihn vor kurzem gesehen und daran gedacht, dass hier vor 50 Jahren der Durchstich des Lötschbergtunnels gelang und dass der Tunnelbau, der für unser Land eine so wichtige Nord-Süd-Verbindung öffnete, viele Opfer gefordert hat. An der 50-Jahr-Feier hat Lötschberg-Direktor Nationalrat Bratschi die Jubiläumsgäste auf die Bedeutung des Durchstichs aufmerksam gemacht und den ältesten noch lebenden Tunnelarbeiter begrüßt, Antonio Regazzini. Eine von Direktor Bratschi enthüllte Gedenktafel wird von nun an für die Pionierleistung der Erbauer der Lötschberglinie zeugen. Eine der schönsten und kühnsten Bergbahnen Europas feiert ihren 50. Geburtstag, die Lötschbergbahn. Schon früh dachten die Berner an eine Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen. Ein Grimsel-Projekt wurde 1866 zugunsten des Gotthard verworfen. Als man aber daran ging, den Simplon zu durchbohren, entschied sich 1902 das Berner Volk für eine Staatsbeteiligung am Lötschberg und 1913 konnte die neue Linie bereits eingeweiht werden. Überall, wo der Jubiläumszug seine Geburtstagsreise unterbricht, wimmelt es von festlich gestimmtem Volk. Denn groß und klein weiß hier, was man der Eisenbahn und jenen, die sie in echtem Pioniergeist gebaut, zu danken hat. Von Anfang an wurde die Bahn elektrisch betrieben und der 13,7 Kilometer lange Lötschbergtunnel ist zweispurig. Auch Goppenstein, erster Ort auf Walliser Boden, hat sich festlich herausgeputzt und die Herrgottsgrenadiere halten würdig und stolz die Ehrenwache. Auch das Wallis weiß die direkte Verbindung mit der deutschen Schweiz zu schätzen. Die Lötschbergbahn hat auch in unserem verwöhnten Jahrhundert des Automobils nichts von ihrer touristischen Attraktion eingebüßt. Auf einer Distanz von 60 Kilometer von Frutigen nach Brieg, 33 Tunnels, 25 Brücken und Viadukte, absolute Lawinensicherheit im Winter, das sind erstaunliche Tatsachen. 7,6 Millionen Passagiere und 4 Millionen Tonnen Güter wurden 1961 befördert. Das heißt, die Bahn ist für unser Land unentbehrlich und ihr Geburtstagswunsch, der Ausbau auf Doppelspur, durchaus gerechtfertigt.